Es sieht aus wie Porträtmalerei. Auf einem Tablet mit digitalem Stift statt Papier- und Kohlezeichnung. Der Frankfurter Künstler Daniel Hartlaub in seinem Element. Schauspielerin Maike Elena Schmidt vom Staatstheater Mainz steht Modell. Doch es geht nicht nur um ein Porträt. Es geht um ein düsteres Science-Fiction-Videospiel in Anlehnung an das Leben der Rosemarie Nitribit. Es wird schon ziemlich dark so. Also es spielt ja komplett im Bahnhofsviertel das Spiel, also Frankfurter Bahnhofsviertel, was aber auch nochmal neu erfunden wird, weil es ja auch in der Zukunft spielt. Also neue Gebäude wird es geben, aber schon etwas ein Sündenort. Maikes Gesicht im Videospiel steht Pate für das Gesicht von ihr, Rosemarie Nitribit. In den 50er Jahren die wohl bekannteste Edelprostituierte in Frankfurt. Ihre Freier kamen aus der Oberschicht, darunter viele bekannte Persönlichkeiten. Im Oktober 1957 wurde sie tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Bis heute ist unklar, wer die Tat begangen hat. In Anlehnung an diese wahre Geschichte spielt das Videospiel allerdings in der Zukunft, im Jahr 2071. Maike harrt aus, um diesem Spiel ein Gesicht zu geben, das Gesicht der Nitribit. Es sind dann immer mehr so Parallelen aufgetaucht und ich habe mich so für ihre Geschichte interessiert und das hat mich so fasziniert. Ja, und deswegen lese ich mich da gerade immer mehr ein und beschäftige mich mit ihrer Biografie und so. Also das bietet so viel großartigen, dramatischen Stoff. Die 32-jährige Schauspielerin ist wandlungsfähig. Sich zu fragen, ob man glücklich ist, ist der beste Weg in eine hübsche Depression. Sie steht vor der Fernsehkamera. Sie steht auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Und jetzt das Markengesicht für ein Videospiel. Ist ja was, was jetzt nicht unbedingt jedem Schauspieler, jeder Schauspielerin im Alltag begegnet. Also das fand ich erstmal interessant. Und vor allem jetzt, dass es ein Computerspiel wird. Also ich bin selber begeisterte Zockerin und sitze sehr viel am PC, vor allem im Winter. Und also jetzt Model zu stehen für eine Computerfigur, die selber gerne davor sitzt und Spiele spielt, ist natürlich großartig. Also da habe ich nicht wirklich lange überlegen müssen. Doch wie soll der Schauplatz, Frankfurter Bahnhofsviertel, in ein Computerspiel umgewandelt werden? Dazu holt sich Künstler Daniel Hartlaub professionelle Hilfe von Spieleprogrammierer Harald Görgens. Von Ballerspielen hält er nicht viel, von Erzählungen wie Rosalie hingegen schon. Ja, mich reizt diese Geschichte und die Welt, in der sie spielt, auch diese Aufbruchsstimmung in dem beginnenden Wirtschaftswunder und auch so ein bisschen diese extremen Kontraste, die in der Geschichte sich widerspiegeln, von sehr großer Armut und sehr großem Reichtum, der ja auch hier in Frankfurt so ein bisschen und gerade im Bahnhofsviertel sich widerspiegelt mit eben dem möglicherweise ärmsten Teil von Frankfurt, direkt unter den Hochhäusern, die wahrscheinlich der reichste Teil von Frankfurt sind. Für das Spiel konnte auch ein Komponist für die Musikuntermalung gefunden werden. Doch das menschliche Zusammenspiel kostet nicht nur Zeit und Nerven, sondern auch Geld. Und wir haben hessische Filmförderung bekommen, oder heißt jetzt Hessen Film- und Medienförderung. Die haben jetzt so einen neuen Topf, oder relativ neu, der auch Games fördert. Und dafür haben wir uns beworben, haben den Topf bekommen, was toll ist. Geld ist ja immer die größte Hürde. Also wenn man da keins hat, dann wird es halt schwierig. Welche Abenteuer Rosalie bestehen muss, wollen die Macher noch nicht verraten. Nur so viel, es ist für Minderjährige nicht geeignet. In rund einem Jahr wird Rosalie auf den Markt kommen. Ob es sich auf dem Markt behaupten wird, hängt von der Kundschaft ab. Auf jeden Fall ein Videospiel mit künstlerischem Ansatz. Made in Hessen.